Goldman Sachs hält 418 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs, obwohl das Management oft Bedenken gegen Bitcoin äußert. Diese Bestände umfassen 6,9 Millionen Anteile des iShares Bitcoin Trust von BlackRock im Wert von 238,6 Millionen Dollar. Zusätzlich besitzt die Bank Anteile am Fidelity FBTC Bitcoin ETF und dem Grayscale Bitcoin Trust. Die Daten stammen aus SEC-Dokumenten und zeigen die Investments vom Juni 2024. Es handelt sich um Kundengelder. Auch andere große Asset-Manager wie Capula haben beträchtliche Bitcoin-Positionen. Capula hält Bitcoin-ETFs im Wert von 464 Millionen USD. Matthew McDermott von Goldman Sachs merkt an, dass das Interesse an Kryptowährungen steigt, während Shamin Mossavar-Rahmani skeptisch bleibt. Am 14. August 2024 verzeichnete Bitcoin einen Anstieg von 3%, beflügelt durch positive Inflationsdaten aus den USA. Diese Meldung erschien zuerst auf BTC Echo, geschrieben von David Scheider.